Hi zusammen, für euch wie immer der Aspar von der Cam. Heute, wie ihr seht, nicht ganz im Studio, sondern schön live aufgenommen auf der Admin-Stage vom Event. Und ich weiss, wir tun uns normalerweise hier schön ein bisschen zusammen aufregen über irgendwelche Balancing-Probleme oder Releases oder Drama im E-Sport, aber nicht für die vier Tage. Die vier Tage, wir haben wieder mal ein LAN, Burgdorf zum zweiten Jahr. Und in diesen vier Tagen geht es einfach nur ums Positive. Wie immer, es sind sehr viele bekannte Gesichter hier, von den Teams, von Einzelspielern, die immer wieder da sind, aber auch, es sind komplett neue Leute da. Und das ist immer schön zu sehen. Ich bin gerade gestern wieder angesprochen worden von jemandem, der das erste Mal hier an so ein Event gekommen ist, der das schon länger mal wollte machen und gesagt hat, wie geil die Atmosphäre hier ist und wie toll es hier ist, mit den Leuten einfach ein bisschen hängen, gamen und danach ein bisschen ein Bier zischen. Und genau das ist das, worauf wir heute unseren Fokus legen. Weil, auch wenn immer wieder mal gerne Drama ist über was ist jetzt ein E-Sport, Silent on Mind, Sanity Beef, in Anführungszeichen, was auch immer, es ist vergessen. Alle spielen zusammen, die Spieler stehen immer während des spannenden Spiels hinter den Teams, die am Schauen sind, egal welches Jersey. Arctic Gaming schaut Silent zu, Silent schaut Mindsanity zu und so weiter. Ich selber konnte mit einem Joint Venture Team im Hotz-Turnier mitmachen mit den Silent Jungs. Wir sind übrigens Zweiter geworden. Well done. Und einfach, es steht unser Hobby wieder im Fokus. Und das merkt man an jeder LAN. Dass egal was sonst läuft, schlussendlich hier sind wir zusammen. Und machen das, was wir alle machen wollen, nämlich unserem Hobby frönen, Turnier gewinnen, spielen und auch abhängen. Weil auch wenn die Teams gegeneinander spielen und einer von beiden verliert, es sind immer acht alle gleichzeitig an der Bar und bestellen ein Bier und trinken eins und sind am Fachsimpeln, über was alles schief gelaufen ist und gut gelaufen ist. Und, wie soll ich sagen, das will ich, dass wir das wieder so machen. Und ich will, dass wir noch viel mehr solche LANs haben und mehr so Events haben und dass wir das immer im Kopf behalten. Das ist das, was wir uns alle anstrengen. Die Helfer, die wir hier haben, sind nicht nur von Mindsanity. Wir haben auch Helfer von anderen Teams. Silent hat wahrscheinlich den Event-Hype-Hashtag mehr benutzt als wir. Also es freuen sich alle drauf um die Gemeinsamkeiten, die wir hier in der Schweiz erreichen. Weil wir immer daran denken, egal wie erfolgreich die ganze E-Sport-Szene vielleicht noch wird, hier in der Schweiz, wir sind trotzdem ein kleines Land. Wir müssen schlussendlich zusammenheben. Und ja, das ist das beste Beispiel. Community schlussendlich kommt zusammen, zieht am gleichen Strang. Und ich wünsche mir einfach, dass wir das weiterhin so behalten und hoffe, dass alle die, die jetzt nur leider ein Video schauen können und nicht da sind, dass wir euch an der nächsten LAN können willkommen heißen und dass ihr hier an dem Turnier können mitmachen und mit mir ein Bier nehmen. Und ja, ansonsten. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder mit dem nächsten Video und gehen jetzt ein Bier nehmen. Schönen Tag. eSports.ch Powered by UPC.